Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Drink. Ich habe heute noch einen Relentless Orange bekommen. Da ist eigentlich schon seit einer ganzen Weile weg vom Markt. Aber im Philips gab es den noch für 49 Cent. Philips ist immer so ein Laden. Ja, die haben noch schön viel auf Lager von alten Dosen immer. Ja, orange Dose, silbernes Top und Tap. Orange. Inferno. Ja, hier noch Relentless. Ey, die Nährwerte. Mal gucken, ob die Dose so liegen bleibt. Natürlich nicht. Können wir mal rangehen. So. 113 Kalorien, 26 Gramm Zucker. Auf der halbe Dose alles. Ja. Hier dann halt auf 100 Milliliter, ne? Juhu, Vitamine ist ja da auch alles. Muss ich ja nicht vorlesen. 32 Milligramm Koffein. Ist, denke ich mal, klar. Gut. Wie lange ist er haltbar? Bis zum 31. Januar 2015. Ja, da sieht man mal, wie alt die Dose ist, weil wenn die Dose neu rauskommt, sind die ungefähr 3 Jahre haltbar. Aber wenn sie über das Mindesthaltbarkeitsdatum sind, sind sie nochmal mindestens 3 Jahre haltbar. Also so ein Trink halt, denke ich mal, schon mindestens 7 Jahre. Ist ja nur Chemie, ne? Ich hatte den Trink ein einziges Mal bis jetzt. Wirklich nur ein einziges Mal. Und ja, ich rieche jetzt nochmal. Da kommt mir bekannt vor, da riecht. Bisschen wie Monster the Doctor. Und ja, eigentlich schon nach Fanta. Da ist schon ein Fanta-Geruch dabei. Und ja, ich teste einfach mal. Also. Geschmack ganz anders, als er riecht. Der erste Schluck, der ist irgendwie ganz komisch. Der ist irgendwie gleich komplett Unterschied zum Geruch, sage ich mal. Es kommt auch nicht unbedingt ja, an Fanta ran, sondern es ist wirklich Orange, aber künstlich. Hier stand ja auch nichts drauf von richtigen Saft oder so. Ich habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen. Falls es jemand weiß, ob hier wirklich Saft drin ist, dann mal einen Kommentar schreiben. Steht da immer drauf normalerweise. Aber es schmeckt nach künstlicher Orange, bisschen. Muss ich nochmal. Und hat was vom Standard. Und was mir einfällt, irgendwie dieser Immortus, der kommt jetzt ein bisschen hoch wieder. Also nicht im Bauch, sondern im Gedanken, wie er geschmeckt hat. Den gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. Aber so irgendwie so in die Richtung geht der. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ist halt auch viel Chemie dabei. Aber nun gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.